Ja. Ja, dann mach da. Hallihallo, hallöle. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Survival Martin. Heute ist der Tag gekommen. Ich beantworte eure Fragen und zwar ohne Punkt, ohne Komma. Frei gerade raus, ehrlich und offen, so wie sich das gehört. Denn ihr habt eure Fragen gestellt, jetzt kommt quasi die Auswertung. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Carpool. Nein, keine Angst, ich werde nicht singen, sondern ich werde euch jetzt Fragen beantworten. Und zwar reihenweise. Eine eurer top-gerateten Fragen ist tatsächlich, was für Schuhe hast du für den Marsch? Mit 351 Likes. Das sind die Lover Stiefel Inox-System. Ultraleichte Stiefel. Ja, ich glaube, damit ist eure Frage beantwortet. Was Survival Martin für Schuhe für den Mammutmarsch anzieht. Mammutmarsch 2018. Ich habe jetzt schon Kacke in der Hose, weil ich will es ja endlich mal schaffen. Auf zur nächsten Frage. Dann kommt die nächste Frage gleich von DJ Slim 37GG mit 348 Likes. Ich finde es so nice, wie dein Hund gehorcht. Wie machst du das? Maya, wie machen wir das? So, Maya ein bisschen sehen. Gib mir Windschirm. Ja, so geht das. Ich sage ihr was und sie macht 24-7, das ist das große Geheimnis. Wir beide sind außer in Ausnahmefällen, keine Ahnung, welche Drehs oder irgendwelche speziellen Ausflügen, dann ist sie natürlich nicht bei. Ansonsten ist sie 24 Stunden, 7 Tage die Woche bei mir. Was natürlich eine unglaublich feste Beziehung hervorruft. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber ja, wir haben halt ein inniges Band. Wir waren bei der Hundeschule, wir haben... Also Training mit dem Hund hört eigentlich nie auf. Und ganz wichtig ist, Maya ist nicht mein bester Freund und ich bin nicht ihr bester Freund, sondern ich bin quasi der Rudelsführer, Packleader. Das ist ganz wichtig. Viele Leute denken immer, ihr Hund ist ihr bester Freund oder ihr Knutschkuppi. Ja, das zur Frage, warum Maya so gut hört, wie ich das eigentlich mache. Frage, die kommt von Karl Popper mit 218 Likes. Die lautet, arbeitest du und wenn ja, was? Ja, der Survival Martin hat natürlich noch einen normalen Job. Ich bin Hausmeister bzw. Facility Manager bzw. ein Allround-Handwerker. Ich kann quasi alles so ein bisschen, hab mal Maurer gelernt und arbeite jetzt als Hausmeister. Ja, ich betreue ungefähr 30 bis 40 Häuser in Berlin. Da mache ich von der Hausreinigung bis zur Glühbirne wechseln, Zählerstände ablesen, OTS einstellen, OTS, Kurzerklärung, sind Obertürschließer. Oder da wird halt mal, keine Ahnung, ein Putzschaden ausgebessert. Also ich kann quasi von allem ein bisschen. Und das ist mein Job, ja. Damit muss ich die ganze Woche lang durcharbeiten. Und danach kümmere ich mich um YouTube. Nächste Frage, David Tropa. Wie alt ist Maya? Maya, die Leute fragen, wie alt bist du? Ja, du kannst da mal die Kamera oben beantworten. Okay, Maya möchte nicht reden. Maya ist heute ruhig. Maya ist 6 Jahre alt und wird dieses Jahr 7 Jahre alt. Damit ist die Frage eigentlich relativ kurz beantwortet. Maya steht übelst auf Kuscheln. Sie hat am 8.8. Geburtstag. Und ja. Frage beantwortet, würde ich sagen. Nächste Frage kommt von Marco Werner und ist ein bisschen ausführlicher und wahrscheinlich auch etwas länger zum Beantworten. Okay. Wir haben 118 Likes und lautet wie folgt. Martin, was würdest du in deinem Rucksack packen, wenn du wüsstest, du hast nur noch 30 Minuten, bis die Soldaten alles abriegeln und du bis dahin weg sein musst? Unterkunft für die nächste Zeit noch unklar und Dauer mit mehreren Jahren rechnen. Die Zeit läuft und denk daran, zu viel Gepäck ist nicht gut. Schlafsack? Wir haben die Isomatte, wir haben eine Plane oder Zelt, Messer, ganz wichtig, den Wasserfilter würde ich reinpacken, ein Kochsystem, also hier einen Gasbrenner, eine Gaskartusche einpacken und Hundefutter, weil Maya muss auch mit, ne? Genau, so. Ja, das wären so die grundlegenden Sachen. Eigentlich sind es dieselben Sachen, wenn ich draußen in den Wald fahre und da muss ich ja quasi fast ähnlich denken. Nur, dass ich dann halt, vielleicht würde ich mir noch die Armbrust nehmen, ein paar Pfeile einpacken, dass man zumindest eine Defense-Geschichte hat, also eine Waffe zum Wert, das wäre noch so eine Sache. Wenn quasi die Soldaten abriegeln, dann nicht ohne Grund. Ja, das wäre so das Schnellste, was ich einpacken würde. Vielleicht noch ein Wechselschlüssel, aber nur einen. Und den kann man ja drehen. Okay, vielleicht noch eine Kamera, um die ganze Sache besser. Ja, aber gut, das überspringen, das ist ja überschenkt jetzt. Aber so ungefähr in dem Maße würde ich sofort einpacken und loslegen. So, nächste Frage. Ich bin nämlich gerade wieder auf einer Abenteuertour. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich bin, aber es ist schön hier, gruselig. Eine der vielen Fragen war, Survival Martin, warum machst du denn keine Reviews mehr? Ganz einfach. Es macht keinen Sinn, es ist für mich schade und es ist auch eine verschwendete Zeit, finde ich, weil du in der Zeit, in der ich Reviews machen würde für einzelne Produkte, die ich ja sowieso in meinen Videos verwende, und wenn die in meinen Videos scheiße wären, würde ich das ja sagen, also totale Reinfälle wären, genau wie in dem Video zum Beispiel, habe ich eine neue Taschenlampe dabei. Ja, ab hier beginnt wieder Product Placement, also eine Produktplatzierung. So funktioniert es übrigens. Also in den Videos, habt ihr bestimmt schon mitbekommen, sind dann einfach Sachen drin, die ich also langsam, Martin, konzentriere dich. Also, wenn man YouTuber ist und wenn man draußen unterwegs ist, braucht man halt ein gewisses Equipment. Dazu gehört eine Kamera, dazu gehört halt Sicherheitsausrüstung, eine Taschenlampe, ein Rucksack und Jacke. Und um halt das nicht extra noch als Kostenpunkt zu haben,
weil ich sowieso kein Geld mit YouTube groß verdiene, also nicht mit den Herstellern oder sowas. Das müsst ihr auch wissen. Ne? Also ich bekomme zwar die Produkte zur Verfügung gestellt, benutze sie in meinen Videos, erkläre euch, dass die cool sind, wenn sie es wirklich sind. Dann werden sie in meiner Beschreibung verlinkt und damit ist die Sache erledigt. Ich bekomme kein Geld dafür. Das ist ganz wichtig, dass ihr das weißt. Wisst. Und in dem Video zum Beispiel habe ich eine neue Taschenlampe von Thunert bekommen. Das ist die TC20 mit 3200 Lumen, 320 Meter Leuchtbreite und einem 5000 mAh Akku. Ein geiles Gerät. Dann habe ich hier einen Helm, den habe ich mir von GearBest zur Verfügung stellen lassen. Weil manchmal, wenn du irgendwo rumkraust, ist es gerade für sowas wichtig, dass du halt nicht in die Ommel stößt. Und Safety First, ihr wisst, der Sicherheitsalabander sagt euch das auch. Genau das Gleiche. Aber dann braucht man vernünftige, robuste Outdoor-Kleidung. In dem Fall ist es die Jacke von Gamsbock. Das ist die Buschkraftjacke aus Etherproof-Material. Total geiles Zeug. Die wird natürlich auch noch im Wald getestet, aber ich habe sie halt heute das erste Mal. Genau, der Rucksack ist von Tasmanian Tiger. Mit denen arbeite ich schon übelst lange zusammen. Das ist diesmal der TT Modular Pack 30. Auch ein sehr geiles Teil. Den werde ich wahrscheinlich für den Mammutmarsch benutzen. Ja, und jetzt extra eine Video machen, das wird doch Zeit verschwenden. Wäre doch schade. So können wir hier noch ein bisschen auf Abenteuertour gehen. Ihr habt was davon und ich habe auch was davon, weil ich brauche mir extra kein Zeugs kaufen, was richtig teuer ist. Und habt quasi noch den Live-Test dabei. Ob es gutes Zeug oder es nicht gutes Zeug. Und wenn es nicht gut sein sollte, ja, dann kriegt ihr quasi die Info als allererstes. Das zu der Frage, warum macht Survivalmining keine Reviews mehr? Ja, weil es einfach Zeitverschwendung wäre. Weil die Sachen ja sowieso getestet werden von mir. Deshalb, auf den Punkt gebracht. Ne, alle Sachen, die ihr gesehen habt, in der Beschreibung verlinkt. Wo ich echt erstaunt war, dass die Frage aufkommt. AnnaKam0081 fragt, warst du schon mal so demotiviert, dass du mit YouTube aufhören wolltest? Die Antwort darauf ist mit einem ganz klaren Ja zu beantworten. Ja, tatsächlich ist es auch so, dass auch ich ab und an Phasen habe, wo zum Beispiel einen das Leben in den Piep piept. Ja, also auf gut Deutsch gesagt, wo ihr eine Nackenschelle kriegt und noch eine Nackenschelle kriegt und noch eine Nackenschelle kriegt und ihr denkt, alles klar, was soll der ganze Scheiß? Da passieren halt Sachen, die ihr zum Beispiel im Hintergrund gar nicht mitbekommt. Bei mir hat sich familiär einiges geändert. Die einen werden es, die haben sich das jetzt hier erklären können, warum und wieso, was ist da los, weil die wohnen plötzlich woanders. Hat natürlich alles seinen Grund. Niemandem geht es immer richtig gut, niemand ist immer 100% lustig drauf. Ich meine, jetzt gerade so ist okay, weißt du, aber ich habe auch meine Momente, wo mir nicht so gut geht. Man stellt alles in Frage. Alles. Das komplette Leben, YouTube, die Arbeit, die Familie, alles. Und man denkt, okay, ich habe keine Lust mehr und ich will einfach nicht mehr. Aber Leidenschaft und Feuer in einem, was brennt, das erlischt nicht einfach so. Das kommen wir zur nächsten Frage. Noch eine Frage, die ganz, ganz, ganz oft geliked wurde mit 338 Likes. Und zwar, hi Martin, Hand aufs Herz. Warum bist du denn vor einer Weile mit deiner Ausrüstung in eine Ein-Mann-Wohnung gezogen? Diese Frage brennt uns schon seit einer Weile auf der Seele. Grüße und Erfolg für den Joachim, Steffen und Jörg. Damit grüße ich Steffen und Jörg. Ich will an dieser Stelle einfach mal ganz kurz das Thema anschneiden. Ich versuche schon seit Anbeginn YouTube mein Privatleben rauszuhalten aus dieser ganzen YouTube-Instagram-Geschichte. Ihr wisst, dass ich eine Tochter habe, mache ich kein Geheimnis draus, sie ist 11 Jahre alt und ist ein fester Bestandteil meiner Crew, meines Teams. Alles andere, es gab natürlich letztes Jahr einen Vorfall und jeder hat es mitbekommen, dass ich meinen Wohnort gewechselt habe, dass da, ne, und so weiter. Ich will und kann da auch gar nicht weiter drauf eingehen. Es fällt mir schwer, darüber zu reden, bin ich ganz ehrlich. Ihr könnt ja eins und eins zusammenzählen. Ja. Ich will auch gar nicht weiter drauf eingehen, aber wollte die Frage nicht einfach ignorieren, wollte euch nur kurz sagen, ich möchte halt einfach nicht darüber reden. Das liegt hinter mir, ich mache jetzt volle Malotze in Richtung Zukunft. Ich will noch ein bisschen was reißen. Lassen wir die Vergangenheit einfach da, wo sie ist. Und komm, wir gehen zur nächsten Frage. Ja, also. Ein Zuschauer fragt, wie steht's denn um deinen Bus? Um die Frage zu beantworten, was mit meinem Bus ist, schalten wir einfach mal ganz kurz rüber zu Nils in die Werkstatt und dann wird sich die Frage gleich klären. Ah, danke Martin aus dem Camp. Ich bin jetzt direkt hier nochmal schnell vor Ort in der Werkstatt und bin hier bei meinem Nils. Und Nils hat gute Neuigkeiten für mich. Du sagst, der Bus ist wieder ready for take-off? Oh. Ich probier mal aus, ob der läuft. Feierlich überreicht. Das ist spannend. Und du sagst, kann nichts passieren? Kann nichts passieren. Okay, Martin startet jetzt den Motor. Ha! Läuft! Hört ihr das? Hört ihr das? Hört ihr das? Das ist der Sound of Thailand. Freiheit meine ich. Nils! Vielen Dank, ja. Damit gebe ich wieder ab zurück an Survivalmining im Camp und ja,
Danke, Nils. Ja, danke so, Marty. Ich glaube, damit ist die Frage auch beantwortet. Ich bin wieder total happy, dank meinem Bro Nils. Der nächste Selbstversuch steht vor der Tür. Fritz ist auch wieder mit am Start. Bombe ist mit am Start. Es wird auf jeden Fall wieder funny. Der Mammutmarsch steht kurz bevor. Ey, Freunde, es wird wieder richtig geil. Im Camp gibt's ein neues Projekt. Schönen guten Tag, wir machen eine Umfrage zu Löchern. Sind Sie eigentlich den größten Feind des Loches? Oh, das ist doch Stein unter Wurzel. Ich glaub mir, ihr könnt mir glauben, es geht rund. Und wer mich noch nicht abonniert hat, der macht das gefälligst jetzt. Ja, hier am Ende des Videos werdet ihr quasi so einen kleinen Kopf von mir sehen und da drückt ihr drauf und dann wisst ihr auch jedes Mal, wenn was Neues kommt, sofort Bescheid. Und wer noch Hintergrundinformationen haben will und Spoilers und keine Ahnung und Fotos von mir und Maya und so weiter, dann einfach bei Instagram survival.martin.official eingeben, auf Folgen drücken und ihr kriegt alle Informationen breit und weit erklärt und kriegt da halt so geile Fotos und Insta-Stories immer mal wieder direkt vom Dreh und auch so. Ja, damit möchte ich mich verabschieden. Das waren alle meine Fragen, die ich so auf die Schnelle mal beantwortet habe. Ich hoffe, es waren alle dabei. Euch nochmal ein dickes Dankeschön, dass ihr so viele Fragen gestellt habt. Ich find's mega. Ich feiere uns, also wir als Community, alle, die da hinter dem Bildschirm sitzen, meine Videos gucken. Denkt immer daran, ich lese jedes Kommentar. Ich habe nur leider nicht immer die Zeit, jedes Kommentar zu beantworten. Es tut mir einfach leid, aber es ist einfach eine unglaubliche Menge. Es ist Facebook, es ist Instagram und YouTube. Also, ne, ihr habt Verständnis, ihr seid die Geilsten. Ich danke euch. Macht's gut, ich hab euch lieb. Nicht vergessen, wer schwitzt, stirbt. Reingehauen. Tschüss.